hier an Tag 2. Mittlerweile waren wir schon im Messer. Im Wasser baden, geschlafen. Muss ich sagen, habe ich eigentlich echt gut, abgesehen davon, dass es ein bisschen kalt war, tatsächlich ziemlich kalt. Und ich zu faul war, weil ich die Rucksäcke, hatten wir aufs Dach hochgelegt wegen den Tieren. Weil es ja leider nicht so Haken gibt wie auf der anderen Insel. Und deswegen war ich zu faul, mir ein längeres T-Shirt zu holen und habe dementsprechend gefroren und bin öfter aufgewacht und musste irgendwie auch viermal aufs Klo oder so. Aber das war alles kein Problem. Ich bin gerade aufgestanden, wie viel Uhr wir haben, ich habe keine Ahnung, mein Handy ist aus, meine Uhr ist aus. Die Uhrzeit auf der Golf stimmt nicht. Ja, und jetzt gibt es erstmal was zu essen, eine Kleinigkeit, Müsli, und dann ist so aktuell der Plan, dass wir heute mal uns die ganze Insel anschauen. Da gibt es so einen 7 Kilometer Wanderung zum Aussichtspunkt hier auf der Insel. Ich habe gestern schon gesagt, dass es so der Hauptgrund ist, warum die meisten Touristen eigentlich herkommen. Oder mit einer der Gründe ist, warum die Touristen herkommen. Da wollen wir heute auf jeden Fall mal hin. Und jetzt essen wir uns. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Ich bin mal wieder voll eingemummt. Also ich sehe Schiss von einem Sonnenbrand hier. Das ist alles so hell. Die Sonne wird so krass reflektiert. Wir freuen uns beide auch ziemlich, dass wir noch keine Sonnenbrille haben. Ich habe gar keine mitgenommen, beziehungsweise habe meine daheim vergessen in Deutschland. Er hat seine nicht auf die Insel mitgenommen. Deswegen haben wir jetzt beide keine Sonnenbrille. Es ist ziemlich anstrengend für die Augen. Deswegen werden wir, sobald wir zurück sind, so eine polarisierende Sonnenbrille bekommen. Bock, einmal da außen rum zu gehen. Deswegen mal stehen wir jetzt quer durch. Bis jetzt kann ich auf jeden Fall noch stehen. Ich glaube, davor können wir nicht mehr stehen. Ich glaube, es geht noch. Mal schauen, wir rechts. Hilfe! So viel dazu, man kann stehen. Sieht ja schlecht aus. Ich bin halt gerade reingelaufen. Gott, nicht mehr stehen. Wir haben uns ja so kacke gezogen. Ich hoffe, das kommt rot. Oh, das ist eine unnötige Aktion. Wir sind ja auf der anderen Seite. Da oben ist der Lookout Point. Jetzt sind wir wenigstens hier. Ich bin so unglaublich dankbar, dass diese wasserdichte Tasche dabei hat. Da sind unsere Pässe drin. Da sind alle meine Dokumente drin. Da ist mein Geld drin. Meine Kamera, mein Handy. Also hätte ich die nicht dabei. Nacht auf jeden Fall. Oh Mann, das wäre so unnötig. Das ist die erste Episode. Nein, dass wir hier rein sind. Keine Ahnung. Jetzt sind wir in diesen Lookout-Punkt, wo wir schon tausendmal diese ganzen Bilder mal gesehen haben. Unnötig. Und jetzt sind wir hier, nirgendwo ist irgendwie Schatten in Sicht. Der Kollege hier geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Komm, geh doch weg! Sag hier, habe ich so schöne Ersatzsocken mitgenommen, ne? Weil der Kollege mitgedacht hat, ja. Bringt mir aber leider nichts. Eine Mütze habe ich mitgenommen, ein Stativ. Oh, vielleicht ist das Wasser irgendwie nass geworden. Ha! Ha! Ich mache jetzt hier gerade einen ganz kurzen Sonnenkrieg zwischen Sock und Sonnenkrieg. Guck mal bitte kurz die Kamera an, schau dir später auf dem Video an, wie du aussiehst. Ja. Jetzt ist es noch mittendrin beim Sonnencreme zwischen. Ich glaube, der hat es nicht ganz beendet. Also, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Er hat eine kurze Pause gemacht, aber später geht es dann weiter. Also ich hoffe, ich sehe nicht genau, was du tust. Sagen, das, was ich bis jetzt zu sehen bekommen habe, was wir bis jetzt so gesehen haben, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ich hoffe, dieser Aussichtspunkt ist vielleicht so atemberaubend, dass wir noch rechtzeitig herzukommen. Das ist so schlimm, als es auch ist. Ich bin komplett sandig, komplett nass. Meine Tasche ist komplett nass. Ich habe gar keinen Bock, da oben Bilder zu machen. So wie wir aussehen. Ist ja irgendwie so, keine Ahnung, als wäre ich gerade aus dem Meer auferstanden oder so. Ey, naja. Also, wir sehen uns dann oben beim Aussichtspunkt auf jeden Fall wieder. Hoffentlich bin ich bis dahin ein bisschen begeistert.
sehr, sehr schön, muss ich sagen. Da unten, da sind wir gerade durchgeschwommen. Mehr oder weniger freiwillig. Wir sind eigentlich da komplett durchgelaufen. Das sieht so riesig aus von hier. Wir warten jetzt hier noch ein bisschen, weil bei Ebbe soll das Ganze noch schöner aussehen. Also, hat sich schon gelohnt. So eine Führung, so ein Tourguide, und der hat uns ein bisschen was erzählt. Er erzählt über die Landschaft hier. Da sind so fette Bäume hier überall. Und hier gar keinen Bock mehr auf mich. Da war halt so ein Riesen. Ach da, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sind überall Krabben. Das ist eine riesen Herde. Das ist schon ziemlich krass. Gerade auf dem Rückweg, wieder durch den Fluss geschwommen. Und jetzt geht es die 7 Kilometer zurück, gerade ist Ebbe. Weil vorhin, als wir hier vorbeigelaufen sind, war dieser Baumstamm da vorne noch im Wasser. Ja, und jetzt geht es eben die 7 Kilometer zurück. Wir haben noch eine Kleinigkeit gegessen. Emil, was gab's denn Leckeres? Ich glaube, man hört dich leider nicht. Deswegen, ich sag's jetzt einfach mal. Also, es gab Thunfisch mal wieder mit Mais und Bohnen und Kichererbsen. Der Mais war zwar irgendwie, das war nicht wirklich Mais, das war nur irgendwie so eine Maispampe oder Mais, so ein Maisbrei. Aber hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Wir sind einigermaßen satt. Und jetzt, ja, jetzt haben wir schon 4 Uhr. Die Sonne brennt gar nicht mehr so stark. Eben hat aber einen kleinen leichten Sonnenstich. Das heißt, der chillt jetzt erstmal in der Hängematte. Ich werde mich jetzt noch am Strand chillen. Dort noch ein Buch lesen. Und dann lassen wir den Tag jetzt mal wieder ganz entspannt ausklingen, ohne große Anstrengung. Wir sind jetzt übrigens, ich habe das glaube ich gar nicht aufgenommen, wir sind, weil wir keinen Bock hatten, so ewig lange wieder lang zu laufen. Ich glaube, der Hinweg hat 2 Stunden oder so gedauert. Also zu dem Aussichtspunkt, deswegen sind wir zurückgejoggt mit den ganzen Sachen. waren dementsprechend auch relativ kaputt, als wir dann angekommen sind. Sind dann erstmal eine Runde baden gegangen, haben dann gegessen und jetzt, wie gesagt, entspannen wir beide noch ein bisschen. Lass den Tag so ausklingen. Und dann morgen, weiß ich gerade noch gar nicht, was wir vorhaben. Ich glaube, wir wollen noch zu so einer anderen Bucht, wo man dann schnorcheln kann. Aber das sehe ich dann spätestens morgen alles. Also, bis später dann. Ciao.